In dem Video will ich euch mal zeigen, wie man ein Basecap mit einem bestickten Patch ganz einfach in eine wunderschöne Kappe verwandeln kann. Los geht's! So, dann beginnen wir mal mit dem Sticken. Ich habe das Vlies, ganz normales Abreißvlies doppelt lagig genommen und nehme jetzt 1,5 mm Vlies. Das lege ich einfach drauf. Fangen wir an mit dem Sticken. Als erstes mache ich wie üblich einen Heftrahmen drumherum. So, da meine Maschine leider keinen Faderabschneider hat, müssen wir das händisch machen. Ich halte sie dazu einfach an und tue den Sprungfaden vorsichtig entferne und mach dann weiter. So, an der Stelle habe ich jetzt einen Farbwechsel eingebaut. Da die W6 leider Stoppbefehle ignoriert, und mit dem Faden haben wir jetzt einfach das Patch festgenäht. Was ich jetzt mache, sind erstmal die Sprungfäden hier ein bisschen entfernen und auch die blöde Schlaufe, die jetzt hier rauskommen ist. Kommt zwar selten vor, aber ab und zu passiert das. Jetzt trenne ich einfach den Heftrahmen auf, wenn er sich den auftrennen lässt. Selbst wenn ich da jetzt den Faden rausziehe, ist das völlig egal. Das schneiden wir eh gleich ab. Also aus dem Grund kann man da relativ grob hingehen. So. Im nächsten Schritt schneide ich jetzt mit der Applikationsschere ziemlich knapp an der Naht, die ich jetzt gerade eben gesetzt habe, vorbei. Ich hoffe, das geht jetzt mit den Kameras, ohne dass sie reinschneidet. So, jetzt machen wir einfach weiter nach dem Einspannen.
Jetzt kommt noch ein letzter Farbwechsel. Der ist aber am Logo geschuldet. Ja, vielleicht sollte man den Fuß auch hoch machen. So, und damit ist die Stickerei auch schon abgeschlossen. Sieht ganz gut aus. Nachdem ich die Stickerei aus dem Stickraum rausgemacht habe, schneide ich jetzt nochmal ein paar Sprungfäden weg. Dann kommt das Reißvlies noch weg. Und was in dem Fall jetzt wichtig ist, es sollte auf der Rückseite einigermaßen entfernt werden. Gut, der Rest lasse ich einfach dran. Das ist nicht ganz so wichtig. Und weiter geht's zum nächsten Schritt. In dem Schritt machen wir jetzt die BSM-Folie drauf. BSM, Bügel statt Nähen. Das ist eine relativ einfache Art, das Ganze zu machen. Ich lege das Patch auf die Klebeseite drauf. Einfach aus dem Grund, wenn man da was drauf malt, sieht man es ein bisschen. Auf der anderen Seite kann ich zumindest mit dem Kugelschreiber das Ganze nicht anzeichnen. So, das reicht mir. Und jetzt schneide ich das Ganze innerhalb von der Linie aus. Das muss nicht super genau sein, aber so einigermaßen sollte das schon passen. Schauen wir mal, wie es aussieht. An der Stelle kann man noch ein bisschen kleiner machen. Das muss, wie gesagt, nicht hundertprozentig passen, aber so ziemlich überstehen sollte es auch nicht. Ja, passt. Nun muss man das Ganze auch noch verkleben. Das kann man mit einem ganz normalen Bügeleisen machen. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich eine T-Shirt-Presse habe. Von daher mache ich es der Einfachheit halber mit der T-Shirt-Presse. Ich lege das Ganze vorsichtshalber, um die nicht zu kaputt zu machen, falls noch ein bisschen Kleber rausgeht. Einfach im Backpapier. Und presse das Ganze. Ich presse es jetzt ohne viel Druck, dafür bei 140 Grad 17 Sekunden. Fertig. Sieht gut aus. Ist nichts neben ausgegangen. Das war's mit Presse. Ganz fertig sind wir mit Pressen natürlich noch nicht. Wir müssen ja schließlich auch den Patch noch auf die Kappe pressen. Dazu kann man auch wieder ein ganz normales Bügeleisen benutzen. Aber ich habe hier auch was Spezielles, und zwar eine Kappepresse. Und die werde ich in dem Fall auch benutzen. Um die Silikonfolie von der BSM-Folie wegzumachen, schneide ich hier einfach ganz leicht mit dem Katermesser ein, knicke das Ding und dann kann man sie in der Regel sehr einfach entfernen. Um das Patch auf der Mütze zu fixieren, lege ich es einfach drauf, so ein bisschen nach Augenmaß, was ich übrigens ein ganz schlechtes habe, und benutze hitzefestes Klebeband,
dass ich leicht da drauf klebe. Leicht deswegen, damit es den Filz nachher nicht beim Wegziehen runterreißt oder aufreißt, wobei das nicht so schlimm ist, einmal drüber gebürstet, dann passt es wieder. Ja. Wenn man es jetzt auch noch richtig festgeklebt hat, wird es erheben. Also nicht zur Strafe, nur zur Übung. Noch ein bisschen fester machen. So. Jetzt bügeln wir das ganze Ding fest. Funktioniert genauso wie eben. Gleiche Temperatur ungefähr. In dem Fall haben wir 135 Grad. Sogar noch ein bisschen kälter. Setze das Ding da drauf. Geht hier rüber. Das sind 140 Grad. Presst auch hier wieder 17 Sekunden. Beim Bügeleisen einfach mit mächtig Druck draufdrücken und außer 10, 15 Sekunden warten, dann hält es schon. So, fertig. Wenn ich jetzt die Klebestreife wieder entferne, einmal, zweimal, dann ist die Mütze fertig. Das ganze Ding hebt da drauf, zumindest auf der meisten Mütze. Sollte es nicht richtig fest sein, dann muss man das Ganze noch von Nähe. Wie schon erwähnt, gibt es durchaus Situationen, wo das BSM nicht hebt. Und zwar meistens dann, wenn die Mütze imprägniert sind. In dem Fall muss man das vorsichtig von Nähe. Dann mit einem einfachen Gradstich, in dem Fall mit 3,5 mm Weite, nähe ich das Ding dann sehr, 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 sehr langsam fest. Ganz so langsam auch wieder mit. Ab und zu den Nähfuß ein bisschen anheben, um das Ding besser drehen zu können. Na, aber jetzt. Auch hier wieder anhebe. Nochmal anhebe. Ein bisschen weiter. Ja, fast gut. Gut. Ganze noch von Nähe. Und vorsichtig raus. Und fertig ist das Ganze.